Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. Wie ihr schon seht, haben wir da Glas und ich zeige euch einfach mal, womit es sich da auf sich hat. Ich habe hier ausgebaut und zwar gehen wir dafür einfach mal hier hin. Hier befindet sich jetzt schon eine zweite Etage mit einem eigenen Treppenhaus drin. Und hier habe ich das ein bisschen schöner gemacht, weil der Chunk wird natürlich ausgebaut. Hier findet man einen kleinen Teich. Hier wird noch ein Verwendungszweck kommen, was ich euch allerdings noch nicht sagen kann. Wir laufen da einfach mal gerade eben hoch. Und hier hast du dann so einen kleinen Raum mit einer Terrasse, einer überdachten, die innen drin ist. Und ja, wir wollten heute das ME-System bauen. Dafür habe ich schon alle Ressourcen geholt im Shop bei Sieg. Und hier den Gang habe ich auch mal ausgebaut mit den mit den Bricks hier unten. Und jetzt gehen wir einfach mal hoch. Ja, ich habe ein neues Texture Pack und zwar Soratex Venver heißt das, glaube ich. Das fand ich persönlich voll geil. Sieht echt nice aus. Und ja. Wir wollen heute halt das ME-System bauen. Dafür habe ich auch schon was vorbereitet, wo wir es hinstellen können, nämlich natürlich in die Technikebene. Und ja. Es ist einiges geplant. Ich bin mich gerade auch schon am Besprechen. Aber da kommen wir dann zur gegebenen Zeit hin. So. Ich muss einmal noch ganz kurz hoch. Ich packe mir hier nämlich mit den Crafting Table. Hier im Lager brauche ich den eh nicht. Ich brauche den eher unten. Und vor allem, weil das Lager eh demnächst ja dann abgerissen wird, sobald ich das ME-System habe, ist das eigentlich sinnlos. Also dort soll das ME-System entstehen in dieser Ecke. Und dafür gehen wir einfach mal auf Add. Applied. Und das reicht auch schon. Als allererstes brauchen wir eine Vibrationskammer. Die machen wir aus einem Ofen, einem Energie-Acceptor und gut, wir brauchen vorher noch was anderes. Obwohl, ja doch. Wir brauchen einen Quarzmühlenstein. Dafür brauchen wir Stein, Zertusquarz und Holzzahnrad. Was ich natürlich alles nicht habe. Hier, der hat hier doch schon mal ein bisschen. Ja, der hat hier Cleanstone ausgespuckt. Genau. Das können wir benutzen. Und da muss ich tatsächlich doch nochmal hoch ins Lager gucken, ob wir noch irgendwo Sticks oder Holz rumfliegen haben. Hier haben wir ein Stack Holz, den wir mal mitnehmen können. Und ja. Kann sein, dass mir noch eine Sa Nee, fehlt mir nicht. Gut, so, dann tun wir die hier wieder zurück. Kann ich sonst noch was gebrauchen? Nö. Gut, dann gehen wir jetzt wieder runter. Und machen uns hier diesen. Wo war er denn jetzt? Quarzmühlenstein. Da. Dafür brauchen wir das, das. Und das. So. Ich habe jetzt extra mehrere gemacht. Und mir fehlt Cobblestone. Und zwar exakt einer. Das ist hier wohl, glaube ich, hierbei wohl, glaube ich, gar kein Problem. So, das werfen wir mal gerade eben kurz weg. Dann sollten wir das hier jetzt haben. Genau.
Dann brauchen wir allerdings noch eine Kurbel und mir geht das so auf den Sack mit dem vollgepackten Inventar. Gut, die packen wir jetzt einfach mal direkt hier neben die Kiste. Da tun wir dann nämlich unsere Zertusquarz rein. Ich habe zu wenig Zertusquarz geholt. Und die kann ich in euch mal reintun. Ja, geil. Naja, Kurbel können wir trotzdem schon mal drauf packen. Weil das Kurbeln wird dann da gemahlen und so. Ja, jetzt kann ich mal gerade eben gucken. Nee, dann anderer Plan. Wir gehen ins Nether. Dafür holen wir uns hier mal das Obsidian raus. Ich brauche allerdings noch ein Feuerzeug. Gut. Hier bauen wir wir bauen unser Nether-Portal hier draußen auf. Hier ist ein schöner Platz. So. Und wo ist meine Spitzhacke hier? Ja, trotz allem brauche ich ein Feuerzeug noch. Wie gut das. Boah, da habe ich beinahe meine Spitzhacke verloren. Ich verwechsle hier gerade irgendwie die Tasten. Ein bisschen. Und, jo. So, weil jetzt hole ich mir Netherquarz. Aus dem Netherquarz können wir auch dieses besondere Glas machen. Müssen wir auch eigentlich noch nicht mal. Ne, hier unten drin war es, ne? So, wir brauchen ein Flint. Ja, scheiße. Hauen wir mal die Leaves weg. Gut, dann können wir ein Feuerzeug machen. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Was können wir denn mal wegwerfen? Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Trotzdem werfe ich mal gerade hier ein paar Sachen runter. Und zwar brauchen wir das hier nicht mehr, das hier nicht mehr, das nicht, das nicht. So, das reicht auch. Das bedeutet, wir können jetzt wieder runtergehen. Allerdings kurz die Ausrüstung umändern. Und wir lassen das Wichtigste hier dafür nochmal gerade eben hier hoch. Zapfen wir hier gerade mal eben eine Kiste an. So, das brauche ich alles nicht. Stein nehme ich mal mit. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das, 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 da. So, so. Gut. Weil ich weiß ja nicht, wie viel wir uns decken müssen. So. Hier mal ein paar Sticks Cobblestone noch mitnehmen. Und dann geht es jetzt auch direkt los. Ab ins Nether. Vorher nochmal eine leckere Ofenkartoffel futtern. Nahrungsmittelproduktion ist, soweit ich weiß, müsste die auch in ein paar Folgen dann starten, je nachdem, wie ich meinen Plan einhalte. Und dann würden wir einfach mal durchgehen. Ich hoffe, Minecraft stürzt jetzt nicht ab. Der hat es nicht so mit neuen Welten und so. Bei meinem Mod-Setup gerade. Und da ich ja dann nebenbei auch noch die Aufnahme laufen habe,
Okay. Um ist Glowstone. Ein Magma Slime. Gut. Dadurch fahren wir auch wieder ein paar Level. Ich hoffe nur, es kommt jetzt kein Gas und ballert uns weg. Das wäre jetzt echt mies. So, das sind ein paar Zombie-Pigments. Glowstone nehme ich jetzt mal nicht mit. Einfach aus dem Grund, dass ich es gerade nicht brauche. Ich werde jetzt auch früher oder später nochmal im Nether komplett farmen gehen, dass wir da mehr haben von. Und ja, aber wir haben jetzt erstmal 27 Nether-Quarz. Damit kommen wir erstmal aus, hoffe ich. Vorerst. Zumindest jetzt für dieses Basic-ME-System. Ich baue jetzt nicht ein riesiges Gerät da direkt am Anfang. Ich möchte einfach nur eins, wo ich halt meine Sachen reintun kann. Und ja gut, dann können wir hier nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt die ganze Zeit auf die Kurbel klicken. Jetzt sieht der das, malt der das alles durch, so wie wenn man Mehl macht. Dann wird es ja auch so durchmahlen. Und ja. So, 5 sind durchgemahlen. Dann müssen wir jetzt allerdings noch einmal hoch unsere Items wiederholen. Für die Vibration Chamber, also Vibrationskammer, wie es auch in Deutsch ist. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Glas. Einen Ofen und Fluix und Eisen. Also das hier. So. Gut, den Fluix-Block müssen wir mal gerade eben craften. Dann machen wir uns hier mal einen Ofen. Dann das Glas. Dann haben wir nämlich hier Quarzglas. Und jetzt für die Vibration Chamber brauchen wir nur noch den hier. Den packen wir hier hin. Den hier hin und was ist jetzt das? Achso, mit Eisen, okay. Gut, jetzt haben wir die Vibration Camber, die wird mit Kohle betrieben. Ja, immer diese Tastenverwechslung. Mit Kohle betrieben. Und ich würde sagen, das war's jetzt für die Folge. Nächste Folge geht's dann weiter direkt mit dem ME-System. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.